Mit Karin Bayer und Brigitte Krenn sind erstmals zwei Frauen an der Spitze der Schwechater Stadtregierung. Wir haben uns umgehört, was die Bevölkerung dazu sagt. Ich finde es super. Warum nicht einmal eine Frau? Wir haben ewig von Männern regiert, seit, ich weiß nicht, 40, 50 Jahren schon da bald. Naja, ich glaube, große Begeisterung in der Bevölkerung, was man so hört, gibt es im Moment noch nicht, aber das kann sich ändern. Warum? Wird das sich ändert, sagen wir so. Es ist, glaube ich, Neuland, dass vor allem eine Dame da ist. Eine Dame, die ja nicht eine ansässige oder langjährige Schwächerterin ist im Prinzip. Und daher hat sie jetzt natürlich die große Aufgabe, sich in die Bevölkerung einzubringen. Warum immer Männer? Finden Sie gut? Ja. Also warum finden, was glauben Sie, was besser werden kann dadurch? Nein, nur besser werden. Warum? Ja, was wir bis jetzt alles erlebt haben im Multiversum. Ist nur einmal positiv, muss ich ehrlich sagen. Das andere ist eh schon irgendwie angeflaut, aber werden wir sehen. Es ist noch zu kurz, eine Meinung drüber haben. Also ich tue über kein Schwert drüber geben, aber kann sicher einmal positiv sein. Wenn es ein guter Bürgermeister ist, ist es mir prinzipiell vollkommen egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Frauen sind gut, ich weiß es. Ich weiß es von mir. Wenn die was sollen, ist es recht, gell? Ist gut.